Moini und willkommen zu einer neuen Shorts Reaction. Wir reagieren auf Shorts. Let's go! Sobald man an diesem Lollipop lutscht, soll man in seinem Kopf Musik hören. Ich habe nämlich einen dieser neuen Audio-Lollipops in der Sorte Blaubeere und bei jeder Sorte kommt halt eben ein anderer Musikgeschmack, wenn man daran leckt. Bis ich das gesehen habe, wusste ich nicht mal, dass es sowas gibt. Ihr wisst, ich liebe alle verrückten Dinge, deswegen, ich kann es nicht ab- Wie er am Anfang es versucht hat, mit Händen zu öffnen und dann doch eine Schere hier reingekattet worden ist. Warte mir jetzt dran zu lecken und zu sehen, welche Musik in meinem Kopf kommt. Was? Doch, ich glaube, irgendwas muss man hier noch anschalten. Ich lese mal kurz. Ich glaube, wir müssen einmal noch auf diesen Knopf hier drücken. Drücke ich hier drauf. Drei. Ah, wir müssen halten. Eins, zwei, drei. Es leuchtet. Ich lecke jetzt mal dran. Yeah. Oh, hier ist noch was drin. Jetzt mach's. Oh, hier ist noch was drin. Man muss sich Ohrstöpsel aufsetzen. Ah, dadurch bleibt die Musik nämlich im Kopf und dringt halt nicht wieder durch die Ohren raus. Versteht ihr? Ich hab sie auf und probiere es jetzt. Ah. Schalten wir das wieder an. Ja, okay, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Okay. Das Ding hat, glaube ich, einen Lautsprecher im Lollipop drin und wenn du den halt in den Mund nimmst, dann hörst du da halt was. Mhm. Gab's nicht mal Zahnbürsten, die so waren? Okay, ich probiere. Ich höre was. Man hört so gut. Wenn man drauf beißt, hört man es noch besser. Hört ihr es? Wäre cool gewesen, hätte er die Hintergrundmusik ausgemacht. No front, aber ich höre was. Kommentiert mal, ob ihr es gehört habt und welches Lied es war. Mir ist voll übel, sage ich den Kunden und rufe meinen Chef Ali um Hilfe. Die Kunden wissen natürlich Bescheid, dass ich ihn pranken will. Er weiß jedoch nur, dass ich gerade filme und Eis rolle. Sein letztes Video mit mir ist komplett viral gegangen. Ich habe gehört, am Wochenende musste Ali sogar schon Autogramme geben und Fotos machen. Und er genießt es, der Schlingel. Ich gönn's ihm jedoch, hat er im letzten Video nur auf halber Geschwindigkeit gerollt. Bevor Ali jetzt völlig zum Social Media Star abhebt, bringen wir ihn wieder auf den kalten Boden der Tatsachen zurück. Denn was Ali nicht weiß, ich habe die drehende Platte auf maximal Speed gesetzt und den Regler sowas von nach hinten versteckt, dass er nicht mehr drankommt. Er ist also jetzt gezwungen, vor den Kunden ohne meine Hilfe in einem krassen Tempo Eis zu machen. Im letzten Video hat er nämlich nur auf halber Geschwindigkeit gerollt. Erst wenn er das hier schafft, ist er ein wahrer Pro an der Drehplatte. Ich würde sagen, er schlägt sich ganz gut, doch verstehe ich nicht, warum er vor dem Aufroll nicht kurz mit dem Fußschalter das Tempo rausnimmt. Der Verrückte zieht einfach in Höchstgeschwindigkeit durch. Schreibt mal in die Comments, ob das als Rolle zählt. Durchgeschaut hat er auch nicht, dafür durchgezogen. Allein dafür geben wir ihm schon mal ein Herz oder Like. Das Eis behalte ich, denn sowas können wir dem Kunden, glaub, noch nicht anbieten. Ah, ich hätte es genommen. Update zum DNA-Test von Olaf Scholz. Boah, ich weiß nicht, ob ich das mit euch geguckt habe zusammen, aber ich habe es auf jeden Fall privat geguckt. Passt auf. Dieser Dude hat einen DNA-Test gemacht und hat sich dabei Olaf Scholz genannt, weil er dachte, wenn ich mich Olaf Scholz nenne, den deutschesten Deutschnamen einer deutschen Kartoffel, dann könnte es ja sein, dass da steht 100% Deutsch und nichts anderes. So, und jetzt guckt er halt nach dem Ergebnis. Ist jetzt nein, nicht dieser Olaf Scholz. Dieser Olaf Scholz. Vor 3 Wochen habe ich einen DNA-Test gemacht und mich Olaf Scholz genannt. Ich wollte testen, ob diese DNA-Tests, die man online macht, überhaupt funktionieren. Denn ich habe da so eine Theorie. Die machen nicht wirklich DNA-Tests, sondern gucken einfach, wo der Name herkommt, der bei der Anmeldung verwendet wurde. Und ganz genau deswegen habe ich mich Olaf Scholz genannt. Smart. Naja, es war zumindest der deutscheste Name, der mir eingefallen ist. Und es hat tatsächlich geklappt. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen. Ich lese euch mal vor. Sehr geehrter Olaf Scholz, Ihre DNA-Probe wird zurzeit in unserem CLIA-zertifizierten DNA-Labor untersucht. Mhm. Status? DNA-Extraktion in Bearbeitung. Und es gibt 2 Dinge, die jetzt passieren können. Erstens, der DNA-Test sagt, dass ich Deutsch bin. Was meine Theorie beweisen würde, denn der letzte DNA-Test, den ich gemacht habe, hat eindeutig gezeigt, dass ich ja eigentlich zu 95% Albaner bin und 5% Inder. Das zweite, was passieren könnte, und ich hoffe, das passiert auch, dieser DNA-Test zeigt auch, dass ich Albaner bin und diese DNA-Tests, die man online macht, funktionieren wirklich. Das ist eine unglaubliche... Jetzt hat das leider nicht aufgelöst. Oh, da müssen wir noch ein bisschen mehr warten, aber das dauert auch extrem lange. Holt ihr einen Brick? Schlaue Idee. In den USA hat man Steine an Straßenübergänge gelegt, damit man sich einen nimmt, wenn man die Straße überquert. Das soll helfen, von Autos gesehen zu werden, weil es immer vorkommt, dass Autos viel zu schnell fahren oder sogar Fußgänger überfahren. Findest du, das ist eine schlaue Idee? Das hier ist der schnellste Unterwasserscooter. Also ich finde das eine smarte Idee, wenn die Leute anhalten, weil die denken, ich bewerfe die gleich mit einem Stein. Aber andererseits wieder eine dumme Idee, weil dann gibt es halt Leute, die wirklich diese Steine auf die Straße werfen. Im Internet finden konnte, er kostet 400 Euro und ich teste heute, was er kann. Das Ganze ist quasi eine Turbine mit einem Griff, an dem er sich festhalten kann mit einem Auslöser. Schaut euch mal an, wie viel Power er hat. Und dann der erste Test. Es war wirklich ultra geil, wie das Teil einen durchs Wasser gezogen hat. Ich habe dann noch verschiedene Figuren probiert, was nicht so gut geklappt hat und fast meine Hose verloren. Ich hatte mega Spaß und es ist wirklich ein richtig geiles Teil. Wenn ihr sehen wollt, was ich sonst noch für crazy Produkte getestet habe, dann checkt jetzt das ganze Video ab.
Halb TikTok denkt gerade, ich wäre frauenfeindlich, weil ich in einem Video, wo ich Zuschauer beschenkt habe, einem Jungen 50 Euro und einem Mädchen 20 geschenkt habe. Ich verstehe eure Perspektive, da es durch den Schnitt so wirkt, aber in echt war es ein bisschen anders. Mein Ziel war es, dass das Video so aufgebaut ist, dass anfangs alle Nein zur Frage, ob sie mir folgen, antworten und am Ende die Person, die Ja sagt, 50 Euro bekommt. Wie man sieht, wurde die Szene, wo der Junge mit 50 Euro beschenkt wurde, vor der Szene mit dem Mädchen, die nur 20 Euro bekommen hat, gedreht. Denn nachdem ich die 50 Euro verschenkt habe, war es nur noch mein Plan, Leute zu finden, die Nein zu meiner Frage sagen, weil wir zu wenig Leute dafür hatten. Das Mädchen sah so aus, als würde sie mir nicht folgen. Sie hat ja auch Nein gesagt. Meinte dann aber... Aber wollte ich gerade ändern. Daraufhin habe ich sie gelassen. Aber doch, ich folge dir. Das Problem an der Sache ist, dass die 50 Euro schon weg waren. Ich nur noch 20 Euro im Portemonnaie hatte, die eigentlich für ein anderes Video geplant waren. Weil eigentlich ja nur geplant war, dass sie Nein sagt. Ich wollte sie aber nicht leer ausgehen lassen und habe ihr die 20 Euro geschenkt. Deshalb auch... Was haben wir für dich? Also es war sogar eher eine nice Sache, dass sie noch Geld bekommen hat, was eigentlich für ein anderes Video war. Also alles andere als frauenfeindlich. Hätte ich einen 50er gehabt, hätte sie auch einen 50er bekommen. Wie gesagt, ich verstehe eure Sicht, aber ich hoffe, euer Bild ist jetzt ein anderes. Okay, ja, ja. Passiert halt mal. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Die eine Frage, die ich mir stelle, das Ding ist, es passiert sehr, sehr selten eigentlich, dass man mit einem YouTube-Short eigentlich sehr viel verdient. Also ich müsste mal meine Sachen nachgucken und meine Shorts, die halt auch crazy viral gegangen sind, wie viel ich damit verdient habe, weil das ist jetzt echt nicht so viel, Alter. Ich habe manchmal echt Angst, so mehr als 10 Euro auszugeben für einen Short, weil da ist halt nicht garantiert, dass man da wirklich Plus mitmacht, weil Shorts werden wirklich miese Brise bezahlt, Leute. Okay, wer lügt besser? Nutella-Eis und was das? Ich habe hier eine Kaki-Tüte von Leo. Ist da Kaki drin? Ja, yep, mit Inhalt. Kannst du bitte kurz mal rascheln? Dann mach mal kurz mal die Tüte auf und riech da mal dran. Riech mal dran. Nimm das mal raus. Smart. Geht's dir gut? Ich riech nicht. Du lügst und ich glaub dir das nicht. Max, Mann! Ja. Punkt für Mama. Herzlich willkommen zu What's in my bag? Ich zeige euch heute, was ich in meiner wunderschönen Tasche mitnehme. Zuerst Eiswürfel. What? Einfach eine Glastasche. Normalerweise kombiniere ich die Tasche mit Kakao oder Matcha, aber es ist Sommer, deshalb... Heute machen wir keinen Kakao, aber ein Milchshake. Vanilleschoko. Oh, lecker. Ich hatte ein bisschen Liebeskummer nach Kakao, aber nach ein bisschen Umrühren wird die Masse so richtig dickflüssig wie ein echter Milchshake. Heute wird ein langer Tag, deshalb... Alter! Streusel, Cookies. Wow, lecker! Meine Damen und Herren, die fertige Milchshake. Warum isst eigentlich kein Mensch warme Gurke? Wir braten uns jetzt mal ein und finden... Warme Gurke klingt auch richtig eklig. Ist heraus. Ich schneide mir jetzt mal so schöne Gurkensteaks daraus. Bin wirklich gespannt, ob das jetzt so richtig abartig schmeckt, weil es sind bestimmt schon Leute auf die Idee gekommen, Gurke zu braten, aber es kann einfach nicht gut sein. Und jetzt braten wir sie uns schön an, bis sie knusprig ist. Vielleicht verdampft sie einfach. Das Wasser in der Gurke reagiert auf jeden Fall schon mal aggressiv mit dem Öl. So, wir haben schöne Farbe an der Gurke. Jetzt probieren wir das Ganze. Also Gurke raus. Gar nicht so verkehrt. Das sieht halt wirklich aus wie Zucchini. So noch ein bisschen frischer Pfeffer drauf. Schneiden wir uns das Ganze auch schon klein. Wenn man so mit der Gabel reinsticht, ist sie noch relativ hart in der Mitte. Also sie ist nicht komplett weich geworden durchs Braten. Hat aber schön Farbe bekommen. Probieren wir. Das ist der große Moment. Ich bin der vielleicht erste Mensch, der gebratene Gurke isst. Hä? Irgendwie nicht komisch. Ich habe gedacht, das ist irgendwie übelst eklig, aber hä? Ich habe das gerade komplett aufgegessen und die Jungs im Büro haben auch probiert. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass es wirklich lecker ist. Also, wartet euch eine Gurke. So viel habe ich durch Pfandsammeln im Stadion verdient. Ich war beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn und habe gesehen, dass man einfach pro Becher 3 Euro Pfand bekommt. Da kam mir die Idee, einfach mal zu schauen, wie viel Geld ich in 5 Minuten Becher sammeln verdienen kann. Irgendwann fingen die Leute auch an, mir freiwillig ihre Becher zu geben, zumindest die meisten. Moritz hat mir dann, als er von der Idee gehört hat, diese wunderbare Nachricht geschrieben und mir seine Becher auch noch gegeben. Beim Abgeben Moritz war ich dann echt gespannt, wie viel Geld ich dafür bekommen würde, weil irgendwann habe ich echt den Überblick verloren, wie viele Becher ich eigentlich gesammelt habe. Am Ende hatte ich dann 93 Euro in 1 Euro. 93 Euro, das lohnt sich ja heftig. Das war der glücklichste Junge aus dem Stadion. Wie viel Geld, denkt ihr, hätte ich in einer Stunde verdient? Er kennt Jeremy Fragrance, den Unterschied... Jeremy Fragrance. ...Unterschied zwischen Fake- und Originalparfüm? Ich hab's getestet. Das ist Creed Aventus, soll das sein? Mhm. Ich vermute, das ist der Fake, weil ihr wolltet jetzt hier nach Motto, jetzt zeigen wir euch erst den Fake. Das könnte auch der Fake sein. In jedem Fall soll beides Creed Aventus sein. Das riecht eher wie der Fake. Ich sag mal... Boah, ich muss sagen, ich finde Jeremy Fragrance extrem unterhaltsam. Ich finde extrem lustig.
ich muss auch sagen, ich habe meinem Freund selber den Creed Aventus Fake geschenkt, weil er meinte, es riecht exakt fast gleich. Der erste ist der Fake von Creed Aventus und der zweite ist Creed Aventus. Der erste war auf jeden Fall der Fake, aber ich habe hier stehen Mont Blanc Explorer. Dann google mal, was Mont Blanc Explorer ist. Was ist Mont Blanc Explorer? Das ist ein Klon von Creed Aventus. Damn! Aha, okay. Das weiß ja jeder. I see. Das weiß ja jeder, Alter. Ist die dumm? Ich wusste es nicht, aber hast mich eines Besseren belehrt. Das heißt, wir haben den Klon vom Klon gerochen. Ja, genau. Kein okay, Respekt an die Klons. Kein Respekt an die Klons. Jeremy Fragrance, Alter. Ich finde den einfach lustig. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie auf unserer Erde alles entdeckt wurde? Heute Teil 2, Freunde, weil der erste Teil so gut bei euch ankam und eure Kommentare wirklich endlevel-lustig waren. Vicky schreibt, wie haben Menschen reagiert, als die erste Frau schwanger war? Digga, was? Aber mal ehrlich... Boah, for real? Oh mein Gott, gute Frage. Versuch mir das gerade vorzustellen. Eberhard, so helf mir doch. Ja, Gertrud, was ist los? Was ist mit deinem Bauch passiert? Ich weiß auch nicht, aber ich habe die ganze Zeit Schmerzen. Gertrud, du schaffst das. Moin. What the fuck? Digga, und auf einmal kommt da so ein Kopf raus. Aber den nächsten Kommentar fand ich noch besser. MCC schreibt, wie hat der erste Mensch eigentlich Milch entdeckt und was hat er sich dabei gedacht? Okay, gute Frage. Jetzt überleg mal, da war jemand, der hat wahrscheinlich gesehen, wie Kälber von der Mutterkuh getrunken haben und hat sich auf einmal gedacht, so, jetzt leg ich mal Hand an. So, jetzt mach ich da mal, probiere ich da mal die Milch. Digga, ich glaube, da hatte wirklich jemand ganz wilde Fantasien. Aber wisst ihr, was ich dann wiederum viel krasser finde? Digga, wer kam auf die Idee, aus Milch Käse zu machen? Digga, Milch. What the fuck? Nun lass mal Milch entrahmen und mit Sahne vermengen. Dann lassen wir das mit Hilfe von Milchsäurebakterien vorreifen und anschließend lassen wir es dann noch gerinnen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ja, Mann, ich habe zwar keine Ahnung, warum wir das machen sollten, aber lass mal machen. Das ist doch so unfassbar random alles. Ja. Warum ist da eine Tür? Hubert, wir haben ein Problem. Warum ist das so viel Gold? Was hast du getan? Ich habe Donald Duck ausgeraubt und sein ganzes Gold geklaut. Du hast was? Und ihn danach gekidnappt. Aber warum ist da nur noch sein Kopf im Käfig? Darüber reden wir nicht. Okay, aber wo ist dann jetzt das Problem? Ich werde jetzt verfolgt von seinen Cousins. Cousins? Die haben eine Lage aufgeschlagen, um uns anzugreifen. Und wie regeln wir das jetzt? Siehst du die riesige, muskulöse, blutrünstige Ente da hinten? Ja, wieso? Das ist Sebastian. Sebastian? An ihm müssen wir vorbei, um in die Waffenkammer zu gelangen und sie zu zerstören. Und wie kommen wir da rein? Wir tarnen uns. Alter. Mit dem Kopf von Dagobert? Quack, 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 quack. Ist die Statue komplett vergoldet? Ich meine, Quark. Ah, Hilfe! Ich muss hier weg! Wer ist das denn? Leute, ich habe Hunger und bin in Korea, deswegen holen wir uns jetzt ein 4-Gänge-Menü im Convenience. Vier-Gänge-Menü, das... Was gibt's denn da so? In Store. Zuallererst gehen wir natürlich rein, Korb nehmen, und dann hole ich mir zuerst so einen Eiscup. Mhm. Die haben hier ganz viele Sachen, aber ich will unbedingt mal diese Erdbeerlimonade hier probieren. Ich kenne die noch gar nicht. Okay. Dann suchen wir uns noch Cuprahmen aus. Ich nehme die hier, das heißt Auguri. Und dann hole ich mir noch so ein Reisdreieck. Oh, die mag ich, die gibt's bei Penny. Boah, diese Rollen sehen irgendwie auch lecker aus. Boah, die sehen dann richtig lecker aus. Wieso? Marzipan mit Erdbeere. Ich glaube, ich schaffe das nicht alles. Das probieren wir nächstes Mal. Ja. Dann holen wir uns noch diese pinken Beppero. Boah, die sind auch lecker. Das passt auch voll gut zu meinem Getränk. Oh ja, das matcht richtig heftig. Ich mein Getränk zusammen. Ich habe mal so Angst, es falsch aufzumachen und dann alles rauszureißen. Das ist ja so eine Scheiße. Ich finde das so lustig, dass man sich das so im Laden fertig macht. Das finde ich so cool, dass es solche Stations dafür gibt. Ist natürlich übelst viel Plastikmüll, was überschade ist, aber das, sie sich so zubereiten. Öffnung, was habe ich? Das hat schon so einen Vibe. Gemacht. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Und das machen wir jetzt zu. Hier vorne ist auch eine Öffnung. Mhm. Test. Die ist so lecker. Okay, jetzt kommen die Rahmen, die müssen auch gemacht werden. Und dann muss da dieses Pulver rein. Und da kann man dann heißes Wasser reinfüllen. Ah. Die Lehrer wirklich Noten machen. Scheiße, ich habe ja den Flachzeit versprochen, die Arbeiten bis morgen zu korrigieren. Hm, ich mach's einfach wie beim letzten Mal. Ich ziehe eine Arbeit und 6 für Mehmet. Du Ingrid, sag mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 6. 4, das bekommt der Lukas. Er ist besser geworden. Der nervige Max. 2, Glück gehabt. Oh, die süße Anna. 1, da machen wir lieber eine 4. Ich will ihre heiße Mutter nämlich wieder beim Elternsprechtag sehen. Oho. Der Levin. Und... hättest mal mehr gelernt.
So, Freunde, ich zeige euch heute mal mein neues... Das wäre aber echt mal funny, wenn alle Schüler zustimmen und die versuchen, ihren Lehrer zu überreden bei, halt so einer, bei einfach einem Test. Der wird nicht gewertet, aber die schreiben alle einen Test und der Lehrer korrigiert nicht die Tests, sondern würfelt die einfach nur. Das wäre echt mies funny. Das Lieblingsauto. Das könnte man mal so machen, so kurz vor Sommerferien macht man mal sowas. Jeder schreibt einfach einen Test, aber halt so versucht so ein bisschen auf Ernst. Und dann würfelt man seine eigene Note. Das wäre so witzig. Kleine Knutschkugel fährt vorwärts genauso schnell wie rückwärts. Man sieht absolut lässig aus und wenn man Gas gibt, hat's echt Power. Alter. Boah, alter Schwede. Dinger sind sogar Cabrios, zack, da war eine Fliege im Auge, ich bin noch ein bisschen weiter gefahren und dann war Fahrerwechsel, also Tür zu und Adi ist dran. In der Schweiz kriegt man seinen Führerschein einfach, wenn man 18 wird, das konnte man hier ganz schön sehen. Ich bin deswegen ausgestiegen und Adi ist alleine weiter. Es gibt auch einfach kein besseres Auto, um deinen Crush für ein Date abzuholen. Und dieser Clip hat mir dann wirklich alle Zweifel genommen, man kann sogar damit driften. Also Leute, ihr wisst Bescheid, ich brauche ein neues Auto. Wie der Kampf gegen die Mücke um 3 Uhr ausschaut. Du kleiner Hundesohn. Bzz, bzz, Mother Trucker. Dir werde ich's zeigen. Ich warte. Boah, Alter. Boah, krass geeditet. Hab dich. Huh? Na, nicht. Wo ist er? Hier, du Pisser. Und ich habe Verstärkung dabei. Boah, ich hoffe, ich werde jetzt nicht weggestrikt. Das war das krasseste Fußballspiel meines Lebens. Gestern hat Deutschland gegen Dänemark im Viertelfinale gespielt. 4 Stunden vor Spielbeginn war die Stimmung schon in der Stadt eine 10 von 10. Dann ging es aber auch schon los mit dem Fanmarsch Richtung Stadion. Und es hat sich wirklich wie ein Sommermärchen... Ey, ohne Witz. Johannes, nur Liebe für den Typen. Coolster Typ, also coolster Mensch, den ich dieses Jahr kennengelernt habe, glaube ich. Korrekter Typ und... macht euch was, ich sag mal so, macht euch mal auf was gefasst. Gefühl. Da war dann einer mit einem Trikot, was er sich selbst gebastelt hat. Und ich habe ihm erstmal UEFA Euro 2024 Sticker geschenkt. Und er hat sich mies gefreut. Danach fuhr einfach der Bus mit der Nationalmannschaft einfach an mir vorbei. So crazy. Beim Topstand habe ich dann auch noch Alper getroffen. Und der hat einfach Leroy Sané gezogen. Oha. Dann ging es aber auch schon endlich ins Stadion. Und die Atmosphäre war eine 10 von 10. Wir waren so nah dran. Im Stadion zu sein, muss so crazy sein, Alter. Mit diesen ganzen Menschen da. Und wenn da ein Tor fällt, boah, das muss verrückt sein. Spielbeginn hat es einfach unfassbar angefangen zu gewittern, sodass das Spiel unterbrochen wurde. Aber die Zeit habe ich auch gut genutzt und noch ein paar Packs geöffnet, während die Dänen duschen waren. Als es dann aber wieder losging, fiel das 1 und 2-0 für Deutschland und wir haben uns unfassbar gefreut, weil wir gewonnen haben. Denkt ihr, wir werden die EM gewinnen? Boah, wie viel Geld muss ich on top bezahlen, damit jemand mein Check24-Trikot gegen ein originales tauscht? 10 Oha. Euro, wenn wir Trikottausch machen. Nee, mit Sicherheit nicht. Okay. 15 Euro. Aber 15 Euro, was ist das? 20 Euro und wir machen Trikottausch. Nee, leider nicht. Sicher? Ja. 25 Euro und wir machen Trikottausch. Ich kenne dich. Willst du Trikottausch machen? Ja, ich glaube nicht. 30 nee. Euro und wir machen Trikottausch. Nee. Ganz sicher nicht? Ja, nee. Nee? Oh. Never ever. 35 Euro und wir machen Trikottausch. Niemals. Scheiße. 45 Euro und wir machen Trikottausch. Er ist der Erste, der überlegt. Nee. 50 okay. Euro und wir machen Trikottausch. Auf gar keinen Fall. Ah, okay. 55 Euro und wir machen Trikottausch. Nee, danke. Nein? Du? Ah, schade. 60 Euro, wir machen Trikottausch. 60 Euro? Ja. Oh, jetzt überlegt hier jemand. Machen wir? Wirklich? Er ist noch unsicher. Man sieht es ihm im Gesicht an. Da rein überhaupt? Das musst du jetzt abschätzen, dass, ob du da reinpasst. Also, wir tauschen. Ja? Okay, dann dein wohlverdientes Geld. 60 Euro gehören dir. Das ist aber sehr Check 24 Trikot. Ich hab meinem Ex-Nachbarn... Nee, ich hätte nicht für 60 Euro gemacht. Also, ich hätte für 90 hätte ich gemacht, weil dann hätte ich mir easy ein neues kaufen können. Ceo folgende Sprachmemo zugeschickt. Was das sein soll, fragst du dich? Ganz einfach. Es gibt einen Film, den ich als Kind so oft gesehen habe, dass ich selbst die größten random Sätze auswendig kann. Ceo und mein Nachbar sind ebenfalls große Fans, also dachte ich, stelle ich sie mal auf den Proben. Ceo hat erstmal gar nicht geantwortet, woraufhin ich dann meinte, du musst sagen, was das ist. Ich weiß es nicht, was du meinst, aber wenn das jetzt der bayerische Dialekt gewesen sei, soll, dann bin ich ja schon Orkbass, weil das ist... Und was sagt mein Ex-Nachbar? Sie haben mich gefunden. Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden. Die haben mich gefunden, ich weiß nicht wie, aber die haben mich gefunden. Wow. Hey, nice. Und somit steht's hier Strong. Ab der ersten Runde 1-0 für dich, Fabian. Mein Ehemann wollte Schokobrownies, also habe ich angefangen, Kakaobohnen zu schälen, um Schokolade selber zu machen. Ich habe keinen Ehemann, aber mein Bauch will Schokolade. Deshalb, ich habe Kakaobohnen bestellt und... Okay. Jetzt müssen wir 7 Tage warten und hoffen, dass die Kakaobohnen nicht verschimmeln. Solange wir warten. Ich habe gedacht, wir müssen testen, wie eine richtig gute Schokolade schmeckt. Ich habe eine bestellt, Schokolade? Aber mein Bauch sagt... Was ist das für eine Schokolade?
Alter, was ist das für eine crazy Schokolade? Die Schokolade dauert so lange. Drei, zwei, eins. Gott. Oh, das war nicht satisfying. Ich habe reingebissen. Es schmeckt wie ein Traum. Wird meine Schokolade genauso gut schmecken? Nein, aber die Kakaobohnen sind schon mal nicht verschimmelt. Ich habe die Kakaobohnen gebacken, mit Zucker und Öl gemixt, im Kühlschrank eingefroren und es sieht aus wie Schokolade. Ja, das sieht schick aus. Es schmeckt nicht gut, aber es schmeckt doch nicht schlecht. Ah, okay. Wie teuer? Eine? Ich brauche drei Stück. Okay, geh für 25. 20. Okay, no problem. Ich habe einen schlechten Deal gemacht. Wenn die zu schnell sagen, dass es passt, dann weiß ich doch nicht. Ich habe einen schlechten Deal gemacht. Original, ich beim Verhandeln. Wobei, ich verhandle gar nicht. Ich bin richtig schlecht. Schlechten Deal gemacht. Für wie viel Geld kaufen die so eine Brille ein? Ich bin mir sicher, es sind nicht mehr als 3 oder 2 so. Euro. Oder? Wer als Letzte die AirPods berührt, bekommt sie. Es geht los in 3, 2, 1, let's go! Die erste Challenge ist, ihr müsst jetzt auf eine Person zeigen und auf die Person, wo die meisten Leute zeigen, die fliegt direkt raus. 3, 2, 1. Finne, Alter. Warum hast du das getan? Die nächste Challenge ist, jeder bekommt einen Schokobon und muss ihn mit dem Mund auffangen. Wer es schafft, darf jemand rausworten. Au. Ja. Ja. Ich würde sagen, ihr müsst euch entscheiden in 3, 2, 1. Nein! Isabelle ist raus! Ab jetzt müsst ihr alle auf einem Bein stehen. Mein Finger ist hier nicht. Ab. Zeigt eure gelöschten Bilder oder ihr seid raus. Das ist zuletzt. Warte. Oh. Okay, nichts Schlimmes. Okay. Nichts Wildes. Wir machen jetzt eine letzte Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Und der Winner ist Lilo! Wenn ihr im nächsten Video auch mitmachen wollt, dann schreibt jetzt einen Kommentar und folgt rein. Oh mein Gott, ich darf mich nicht bewegen. Wenn deine Eltern die Bettzeit vergessen. Es ist schon 20.06 Uhr. Also 6 Minuten nach meiner Bettzeit. Um 20 Uhr gehst du ins Bett, ja? Okay, Mama. Jetzt heißt es, nicht atmen und still sitzen. Fuck, er hat's gecheckt. Oh, doch nicht. Sie dürfen nicht bemerken, dass ich existiere. Okay, Cam, du schaffst das. Nicht atmen. Ruhig sein. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Sofort ins Bett. Oh Mann, Scheiße, ey. Alter. Khan macht so crazy Videos, Alter. Das ist, glaube ich, eines der besten Creator in Deutschland, hätte ich gesagt. Holy moly. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Shorts-Reaction. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi!